Auf der Suche nach einem echten Ort der Freiheit glaube ich, fündig geworden zu sein. Kreta. Eigentlich mehr ein Gefühl als ein Ort. Und dennoch ein Ort, der durch seine unglaubliche Pracht und Vielfältigkeit zu beeindrucken weiß. Kreta bietet alles. Endlose Weiten, traumhafte Strände, Orte der Einsamkeit. Kreta verbindet Schönheit und Wildnis. Diese Vielfältigkeit, all die Gegensätze, brachten mich bereits unzählige Male zurück auf die Insel. Ein ganzes Leben reicht nicht aus, um Kreta vollends zu entdecken. Und dennoch möchte ich es versuchen. Dieser Film ist ein Teil davon. Keine Insel, sondern ein eigener Kontinent. So bezeichnen die Einheimischen ihre kretische Heimat. Ein Kontinent, der im Winter nur spärlich besiedelt ist. Während in den Sommermonaten Millionen Touristen die Strände der Insel fluten, kehrt in den Wintermonaten die große griechische Ruhe und Gelassenheit zurück. Eine besondere Reisezeit liegt im kretischen Winter, denn nun zeigt sich die Insel von ihrer wahren, authentischen Seite. Und mitunter zeigt sie sich auch von ihrer launischen Seite. So kann man im Februar mit sommerlichen Temperaturen um die 22 Grad besegnet werden oder auch im Wolkenbruch untergehen. Es ist die extreme Mischung, die es so besonders macht. Schnee und Eiseskälte in den Bergen, Sonne und Karibik-Flair an der Küste. Doch, was will ich eigentlich hier? Ich möchte die Insel so kennenlernen, wie sie wirklich ist. Alles, was es dafür benötigt, ist eine Matratze und ein geländefähiges Fahrzeug. Mein Ziel ist es, die gesamte Insel mit ihren knapp 1000 Kilometern Küstenlänge vollständig zu umrunden. Dabei will ich mich vor allem auf unbekannteren Pfaden bewegen, die noch viele Geheimnisse in sich tragen, aber auch bekanntere Ziele aufsuchen, die nun menschenleer sind. Dieser Film wird dir Einblicke und Perspektiven über die größte Insel Griechenlands liefern, die du so vielleicht noch nie gesehen hast. Von Rania beginnend soll mein erstes Ziel Rethymno sein. Ein nun äußerst verschlafener Küstenort, der sich im Sommer jedoch von seiner pulsierenden Art zeigt. Ausgemachte Kreta-Experten vermögen sich darüber zu streiten, welche kretische Kleinstadt die schönste ist. Meine Stimme geht ganz klar an Rethymno. Insbesondere die Altstadt zieht den Besucher in den Bann. Eine wilde Vergangenheit prägte die Stadt. Byzantiner, Venezianer, Osmanen und Griechen teilten sich über viele Jahrtausende ihr Erbe und prägten eine abwechslungsreiche Stadt. Alle, die Rethymno besuchen, sollten sich Zeit für einen ausgedehnten Stadtspaziergang nehmen. Vor allem im Winter zeigt sich der Ort nun vollkommen unverstellt. Man ist komplett unter Einheimischen und kann das entspannte griechische Inselleben vollends auskosten. Und auch der im Sommer hochbelebte Fischerhafen kann nun in aller Seelenruhe durchschlendert werden.
Die Reise setzt sich fort mit Zwischenstopp am Kloster Arkadi, eines der bedeutendsten Denkmäler Kretas. Dieses Kloster steht sinnbildlich für den kretischen Widerstand gegen seine willigen Eroberer. Wer sich ein wenig mit der kretischen Vergangenheit auseinandersetzt, dem wird schnell auffallen, dass die Historie von einem nicht enden wollenden Kampf gegen potenzielle Eroberer geprägt ist. Im Jahre 1866 waren es die Osmanen, welche die Insel belagerten. Eine osmanische Übermacht, bestehend aus 15.000 Mann, stand ca. 1.000 Widerständlern gegenüber, die sich innerhalb des Klosters aufhielten. Den Menschen war klar, dass sie den Osmanen in die Hände fallen werden. Deshalb trafen sie gemeinsam einen folgenschweren Entschluss. Nach 2 Tagen des aussichtslosen Kämpfens zogen sie sich in das Pulvermagazin zurück und sprengten sich selbst in die Luft. Lieber sterben, als den Osmanen in die Hände fallen. Noch heute sind die Überreste des Pulvermagazins ersichtlich. Mit einem bleibenden Eindruck im Gepäck geht es nun wieder entlang der Küste Richtung Osten. Dabei übernachtete ich an einem verlassenen Strand leicht südlich von Agios Nikolaos. Die Nächte sind kalt, der Schlafsack sollte dick sein. Doch schon die ersten Sonnenstrahlen und nicht der Wasserkocher erwärmen sofort Körper und Geist. Voller Kraft und Tatendrang führte der Weg vorbei an der Ausgrabungsstätte Gornia, eine alte minoische Hafenstadt. Die gesamte Insel ist übersät, besser gesagt untergraben von minoischen Städten und Siedlungen. Viele wissen nicht, dass die Minoer die erste Hochkultur Europas waren. Sie existierten zeitgleich mit dem alten Ägypten. Ihre Wiege liegt auf Kreta. Doch ihr plötzliches Verschwinden kann man sich bis heute nicht vollends erklären und bleibt ein großes Mysterium. Weiter ostwärts schlängelte ich mich spontan durch nahezu unpassierbare, von Geröll und Schlamm überzogene Wege zum Eingang der Richthis-Schlucht. Diese gilt als ziemlich unbekannt und soll landschaftlich wunderschön sein. Eine ca. 4-stündige Wanderung belohnt den Ankömmling mit einem atemberaubenden Wasserfall, der tatsächlich nur im Winter ersichtlich ist. Das Wetter verschlechterte sich und dunkle Wolken zogen auf. Vorbei am wunderschönen Küstenort Sitia ging es durch den kargen und einsamen Osten Kretas. Unter aufziehenden Gewitterwolken besuchte ich das verlassene Hoteldorf Dionysos. Für alle Lost Place-Liebhaber eine Empfehlung. Ein Millionenprojekt, das der Korruption zum Opfer fiel und letzten Endes scheiterte. Mein nächstes Übernachtungsziel ist der südwestlich gelegene Ort Xerocampos. Die Nacht war hart, denn es regnete, gewitterte und stürmte wolkenbruchartig. Doch ich wusste in diesem Moment noch nicht, dass schon am nächsten Tag der Sommer im kretischen Winter zurückkehren wird. Thank you.
Mit einem Schlag kehrt der Sommer auf die Insel zurück. Der Süden, insbesondere der Südosten, gilt als besonders sonnenreich, da meistens die Regenwolken in den über 2000 Meter hohen Gebirgsmassiven hängen bleiben und dort abregnen. Dies sorgt häufig für vollkommen verschiedene Wetterzonen innerhalb der Insel. Mich freut das sehr, denn nun bestätigt sich, dass der wertvolle Platz im Rucksack nicht an den mitgebrachten Flipflops verschwendet wurde. Mein Weg führte über Ira Petra, der südlichsten Stadt Europas, weiter nach Myrtios. Dort ergab sich endlich die Möglichkeit, schwimmen zu gehen. Die Einheimischen würden nicht einmal den großen Zeh ins Wasser halten. Für alle anderen ist die Temperatur durchaus angenehm. Zum Vergleich, an der deutschen Nordseeküste erreicht das Wasser im absoluten Hochsommer eine ähnliche Temperatur. Angetrieben von der Sonne führte der Weg weiter Richtung Zuzuros. Die Straße schlängelte sich durch entlegene Bergdörfer. Es lohnt sich stets, selbst ein paar Eindrücke vom dortigen Leben zu sammeln. Ein Ausflug dorthin gleicht häufig einer Zeitreise. Die Menschen, das Leben, die gelebten Kulturen sind Relikte vergangener Tage, die dort noch aktiv gelebt und praktiziert werden. Es tut gut zu sehen, dass es noch Orte auf der Welt gibt, die noch nicht von der sich selbst überholenden Schnelllebigkeit der heutigen Zeit eingeholt wurden. Auf Kreta ticken die Uhren einfach anders. Und jeder, der sich darauf einlässt, wird es am eigenen Leib spüren. Der nächste Tag startete mit einer beeindruckenden Wanderung. Mein Ziel war es, von Zuzuros aus über den verborgenen Fischerort Meridaki einen geheimen Palmenwald zu finden. Ich erfuhr im Jahr zuvor von einem Wanderer in einem Hostel von der Existenz dieses kleinen Waldes. Das Besondere ist, der Palmenwald liegt mitten im Nichts. Umsäumt von steppenähnlicher Gebirgslandschaft und vereinzelten Schafsherden durchziehen dicht aneinandergereihte Palmen die karge Landschaft. Der Wald wird von einem Wasserzulauf aus dem Gebirge genährt. Eine echte Oase an der Südküste Kretas. Die Wanderung durchzog sich durch die frühen Morgenstunden. Der Tag war also noch lang. Mein nächstes Ziel soll der 150 Meter hohe Aber-Wasserfall im Asterusia-Gebirge sein. Die Route führt entlang der Mesara-Tiefebene. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass vor allem Olivenbäume die Landschaft prägen. In den Monaten Dezember bis Januar ist die Zeit der Olivenernte. Danach beginnt die Produktion. Das bunte Oliventreiben formt die Stimmung auf der Insel. Wer gedacht hat, dass die kretischen Inselbewohner nun zur Ruhe kommen, der irrt gewaltig.
Die Zeit der Olivenernte kostet viel Mühe und vor allem Leidenschaft. Griechenland ist der weltweit größte Olivenölproduzent. Kreta stemmt dabei den mit Abstand größten Anteil. Majestätisch bewacht wird die Mesara-Tiefebene vom Psilorites, Kretas höchstem Berg mit fast 3000 Metern Höhe. Besonders beeindruckend ist die schneeweiße Bergspitze, die im Sonnenlicht glitzert. Angekommen am Abas-Wasserfall eröffneten sich traumhafte Ausblicke durch die gleichnamige Abas-Schlucht hinunter zum Fischerort Tres Eclesiés. Wie so oft auf Kreta sind sämtliche Flussläufe nur im Winter mit Wasser befüllt. Dementsprechend erzeugen sich mit einmal vollkommen andere Landschaftsbilder. Die im Sommer von der Sonne verbrannte Insel bekommt plötzlich ein buntes, farbenfrohes Gewand. Wilde Bäche, grüne Wiesentäler und bunte Blumen zieren den Blick. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Die Insel hat noch einige Highlights im Köcher. Kretas wilder Westen wartet. Gerade diese Region ist einmalig, atemberaubend, episch. Erster Zwischenstopp, Triopetra. Ein riesiger Sandstrand, dessen Name im Griechischen einfach nur bedeutet, drei Steine. Was das bedeutet, ich würde sagen, seht selbst. Wahrlich spektakulär zeigt sich der weitere Weg Richtung Plakias. Die Straße dorthin steht sinnbildlich für die wilde Natur auf Kreta. Beim Blick durch das Fenster links und rechts steigen die schroffen Felswände hunderte Meter in die Höhe. Jede einzelne Schluchtdurchquerung ist etwas Besonderes. Der so häufig über alles erhabene Mensch fühlt sich hier nur noch ganz klein. Ein Gefühl von Ehrfurcht und Bewunderung vor Mutter Natur macht sich beim Besucher breit. Ich erhoffe nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei. So sprach einst der bedeutendste griechische Schriftsteller Nikos Kazantzakis. Ein Satz, der voll auf den kretischen Spirit zutrifft, aber insbesondere auf den kleinen Küstenort Plakias. Dort ist die Welt noch in Ordnung.
Über diesen Ort, vor allem den dortigen Hostel, lernte ich die Insel neu kennen. Plakias ist ein Sehnsuchtsort für freiheitsliebende Menschen. Und das nicht erst seit heute, sondern bereits seit einigen Generationen. Nicht unweit von Plakias befindet sich einer der spektakulärsten Strände Kretas, Preveli. Paradiesisch anmutend verbirgt sich der Strand hinter einem Schluchtausläufer, der von einem Palmenwald und einem Süßwasserfluss durchzogen wird. In den 60er und 70er Jahren siedelten sich Hippie-Kommunen zwischen den Palmen an, ehe aufgrund von Unachtsamkeiten der Wald in Brand geriet und fast vollständig vernichtet wurde. Heute ist davon kaum etwas mehr zu sehen. Die kretische Dattelpalme zeigt ihre Robustheit, denn der Wald hat sich seitdem wieder vollständig erholt. Die Hippies sind nicht mehr zwischen den Palmen zu finden. Doch viele von ihnen sind noch immer auf der Insel. Man muss nur wissen, wo. Die letzte Etappe führte in die Welt der Sfakia. Eine raue und äußerst mystische Region. Genau wie auch die Menschen, die dort leben. Der überwiegende Teil dieser Region liegt in den Weißen Bergen. Weiße Berge nicht nur wegen des Schnees, sondern wegen der weißlich schimmernden Reflexion des Gesteins. Man sagt, dass in keiner Region Europas mehr illegale Waffen vorhanden wären als in Sfakia. Keine Region in Kreta ist so abgeschieden wie diese. Viele der Dörfer waren und sind teilweise jetzt nur zu Fuß erreichbar. Die Sfakioten, so nennt man die Bewohner, sind berüchtigt ob ihrer Unbeugsamkeit gegen äußere Autoritäten. So rühmt man sich bis heute, dass weder die Venezianer noch die Osmanen diese Region unter ihre Besatzung nehmen konnten. Und auch die Deutschen scheiterten an diesem Versuch. Hier gelten eigene Gesetze und Regeln. So galt bis in jüngste Vergangenheit die Blutrache als ein gängiges Mittel der Justiz. Doch so rau die Gegend auch ist, so wunderschön und spannend ist sie zugleich. Von Horas Fakion fuhr ich ins Hinterland, soweit mich die Räder noch tragen konnten. Im abgelegenen Bergdorf Agios Yannis war kein Weiterkommen. Ich wanderte durch eine abgeschiedene Gegend Richtung Süden auf der Suche nach dem Seludas Viewpoint. Dieser Weg war ein Teil des berühmten E4-Wanderwegs, dem längsten Fernwanderweg Europas. Er durchkreuzt die Insel komplett von Ost nach West und kann in über einer Woche durchwandert werden. Dabei verlief ich mich und brauchte lange Zeit, um mein Ziel letzten Endes zu erreichen. Wobei, auf Kreta ist der Weg schließlich das Ziel. Ich fand letzten Endes den Seludas Viewpoint und bekam einen atemberaubenden Ausblick auf die Weißen Berge inklusive des Eingangs der Samaria-Schlucht, eine der längsten und tiefsten Schluchten Europas. Ich ging zurück zum Auto und wollte tiefer in die Weißen Berge vordringen. Genauer gesagt zur Omalos Hochebene. Diese Hochebene befindet sich tief im Gebirge auf 1000 Metern Höhe, umgeben von noch höheren Bergketten. Man kann das Plateau nur über 4 schwer befahrbare Passstraßen erreichen. Meistens sind sie im Winter vollkommen vom Schnee versperrt und das Plateau ist unerreichbar. Dennoch probierte ich es.
Im Minutentakt sank das Thermometer kontinuierlich. Es begann zu regnen und ich merkte, dass sich allmählich der Regen in Schnee verwandelte. Gefrierende Nässe belegte die Fahrbahn. Ich bewegte mich in Schrittgeschwindigkeit direkt durch die Wolkenfelder. Umkehren kam nicht mehr in Frage. Die innere Neugier siegte. Nach endlosen Serpentinen auf eisiger Fahrbahn erreichte ich schlussendlich das Omalos-Plateau. An Drohnenflüge war hier nicht zu denken. Das harte Gebirgsklima schlug eiskalt zu. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber genau das ist Kreta. Während einem der Schnee senkrecht ins zitternde Gesicht bläst, weiß man, dass nach 2 Stunden Fahrt bereits ein traumhafter Sonnenuntergang an der warmen Südküste auf einem wartet. Mit Zwischenhalt in Elafonissi und den bizarren Erdpyramiden bei Potamida verschlug es mich in Richtung des nordöstlichsten Punkt der Insel. Um zum Cape Spati zu gelangen, muss man eine nicht enden wollende Fahrt auf Rumpel- und Huckelpiste auf sich nehmen. Da im Winter immer wieder Regen fällt, musste man sich zudem immer wieder durch Schlamm wühlen. Ohne Allrad wäre die Reise an dieser Stelle in Stocken geraten. Cape Spati ist in der Tat einer der Orte auf Kreta, die am seltensten von Touristen aufgesucht werden. Eine menschen-, aber nicht seelenlose Region. Während des gesamten Tages traf ich nicht eine einzige Person. Cape Spati wurde von den Deutschen während des Zweiten Weltkrieges unter Besatzung genommen. Als strategisch wichtiger Punkt an der nördlichsten Stelle der Insel sollte hier ein Stützpunkt eingerichtet werden. Bunker, Tunnelsysteme und Installationsanlagen für Flakgeschütze sind überall zu finden. Überall liegen Metallteile verstreut. Und eventuell sogar Minen. Nicht unweit davon befindet sich der Traumstrand Menis. Der Weg war steinig und mir spukte das ein oder andere Mal die Frage durch den Kopf, was ich nun mache, wenn der Reifen platzt. Aber auch hier siegte wieder der Entdeckergeist. Der Strand diente den Deutschen als Anlegerhafen. Direkt daneben befindet sich die heilige Stätte Diktina, eine Tempelanlage von der Tochter des Zeus. Die meisten Schätze der Anlage sollen, wie so oft auf Kreta, unter der Erde schlummern. An einem Nachbarstrand von Menis verbrachte ich die letzte Nacht der Reise.
in dem Wissen, dass eins der größten Highlights der Rundreise noch auf mich wartet. Die Reise endet am Strand von Balos. Insgesamt 2 Wochen lang umrundete ich die Insel komplett. 13 Nächte, 1700 Kilometer. Eins ist klar, ich werde wiederkommen. Ein ganzes Leben reicht nicht aus, um die Insel vollends zu entdecken. Aber ich bin dabei. Und werde definitiv nicht aufhören. Thank you.